Deutschland, Frankreich, Italien. Hier drehte Käthe von Notsch ihre Filme. Sie war das, was man heute als internationalen Star bezeichnet. 1910 in Österreich-Ungarn geboren, kommt sie 1927 in Berlin zum Film. Noch nicht einmal 20 Jahre ist sie alt. Nach einigen Stummfilmen als Kessa Backfisch, wie es damals hieß, hatte sie keine Schwierigkeiten, in den Tonfilm überzutreten. Im Gegenteil. In der Phase des frühen Tonfilms trat sie bereits mit etablierten Stars auf. Fritz Kortner und Heinrich George sind ihre Partner in Robert Wieners Psychodrama Der Andere von 1930. Als käufliches Mädchen verwirrt sie einen schizophrenen Staatsanwalt. Schon in dieser frühen Rolle ist sie souverän und selbstbewusst. Bereits in dieser Zeit pendelt Käthe von Notsch zwischen Deutschland, Frankreich und Italien. Ihre ausgezeichnete Sprachkenntnis öffnet ihr alle Türen. Und auch in Deutschland hält der Erfolg an. In den letzten Jahren der Weimarer Republik arbeitete sie mit Stars wie Heinz Rühmann in Meine Frau die Hochstaplerin, mit Hans Albers in Der Sieger und mit Willi Fritsch in Ronny und ihre Hoheit befiehlt. Seit 1931 bei der UFA erreicht Käthe von Notsch bald die Popularität einer Lilian Harvey. Mit ihr teilt sie sich den Publikumsliebling Nummer 1, Willi Fritsch. Ludwig Berger führt die beiden 1932 wieder zusammen in Ich bei Tag und Du bei Nacht. Diese Depressionskomödie zeigt nicht nur Notches anrührende Weiblichkeit, ihren Humor, sondern weist noch einmal thematisch darauf hin, wie elendig die letzten Jahre in der Weimarer Republik zugegangen sein müssen. Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot. Entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht sagen, wo die Berliner Straße ist? Tut mir leid. Ach, Verzeihung. Hätten Sie was dagegen, wenn ich sie Ihnen zeige? Darf ich Sie nicht begleiten? Sie scheinen nicht sehr viel zu tun zu haben, was? Wieso? Na also, nachts bummeln Sie und bei Tag gehen Sie spazieren. Schön, wer sich das heute noch leisten kann. Auf Wiedersehen. Begleitung abgelehnt? Es geht mir ein bisschen reichlich schnell. Sind Sie nicht auch? Also wann sieht man sich? Woher soll ich das wissen? Ich werde es Ihnen sagen. Heute Nachmittag. Ach, Sie sind ja Ihrer Sache sehr sicher. Um 5, ja? Lieber um 7. Ich kann nicht früher. Aber ich kann ja nur bis 9. 1933 wird Hitler zum Reichskanzler ernannt. Der Staatsfilmpreis von 1933-34 wird einem Film über die Flucht von Wolga-Deutschen aus dem fernen Osten verliehen. Flüchtlinge. Die Presse sagt, dieses Filmwerk sei von einem neuen Geist getragen, denn es verkörpere die hohen, sittlichen Ideen des Führerprinzips. In den Hauptrollen Hans Albers und Käthe von Notsch. Wenn's knallt, egal wo, lassen Sie ja keine Unruhe aufkommen. Kommen Sie sich das zu? Ja. Sie sind ja verdammt zuversichtlich. Klar, zuversichtlich sein, das ist doch unsere einzige Chance. Eine sehr schwache Chance. Welches Material ich wieder habe. Und wenn Sie das wussten, warum haben Sie dann nicht den Dingen ihren Lauf gelassen, sondern Mannlinge erschossen? Examen? Das zarte Gewissen quält ja wohl, hm? Nur keine Sorge um mein Seelenheil, Fräulein. Ich habe aus purem Egoismus geschossen. Weil ich wahrscheinlich das Wasser gebrauchen werde, was dieser Mann nutzlos vergeuden wollte. Viel beschäftigt wie sie ist, dreht sie mehrere Filme pro Jahr.
so auch 1934 mit ihrem Lieblingsregisseur Reinhold Schünzel. Die Töchter ihrer Exzellenz lautet der Titel. Ihr Partner ist Willi Fritsch. Notch als patentes und handfestes Wiener Mädel, das einem Grafen über den Weg läuft. Champagner. Das gehört wohl dazu, wenn eine Dame zu einem Herrn kommt, ne? Das und noch verschiedenes andere. Was denn noch? Dass der Herr die Dame küsst. Oh. Das findest du auch in Ordnung, nicht? Na, selbstverständlich. Wenn man zu einem Mann in die Wohnung kommt, muss man doch mindestens auf ein bis zwei Küsse gefasst sein. Bitte, was sollen Sie machen? Ich habe doch nur Spaß gemacht. So? Du hast nur Spaß gemacht? Ja. Du glaubst, man kann so mir nicht, dir nicht zu mir kommen wie? Und mich zum Besten halten? Was? Nee, geben Sie acht, ich bin sehr stark. Ich habe beim Turnen den Ehrenpreis bekommen. Stark bist du. Süß bist du. Lassen Sie mich los, lassen Sie mich bitte sofort los. Ich bin... Das interessiert mich nicht, wer du bist. Mich interessiert nur eins, dass du hier bist. Am Ende bleibt die bürgerliche Wohlanständigkeit bewahrt. Es folgen Filme wie Der junge Baron Neuhaus mit Victor de Cova, dann Die Freundin eines großen Mannes mit Karl Ludwig Diehl und Prinzessin Durandot oder Am seidenen Faden, beide mit Willi Fritsch. Käthe von Notch immer zwischen blutjungem Mädchen und mondäner Salondame und Geliebter. Mitte der 30er Jahre, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, übersiedelt Käthe von Notch nach Paris, dreht aber auch ständig in Berlin oder Wien und bleibt bis zum Kriegsbeginn Star im deutschen Film, vornehmlich im musikalischen Kammerspielkomödien des Regisseurs Paul Verhoeven, der ihr frauliches Wesen und ihre schauspielerische Souveränität einsetzt. 1939 entstehen unter seiner Regie zwei Filme. Lassen Sie mich mal, ja? Bitte schön. Ja, ich werde vielleicht inzwischen eine Tassin. Ein Streichquartett sucht eine Bratschistin und die Wahl fällt auf eine Frau, Renate. Ihr Auftreten sorgt für Eifersucht in der Männerkombo. Sim. Das ist ja furchtbar, wie in der Schule. Das ist ja auch lächerlich, immer dieses Herumkritisieren und Herumgefummeln. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich spielen soll. Aber Herr Vogt, warum regen Sie sich denn auf? Das Ganze geht offensichtlich nur auf mich. Herr Börner ist nur zu feige, es mir ins Gesicht zu sagen. Da kennen Sie mich aber schlecht, Fräulein. Ich werde Ihnen schon sagen, was ich Ihnen zu sagen habe. Ich habe eben keinen Grund, Ihnen etwas zu sagen. Du hast keinen Grund, mir was zu sagen. Er hat überhaupt keinen Grund. Renate entschließt sich am Ende, die Kunst aufzugeben und ihr Glück an der Seite eines Hoteliers, Gustav Fröhlich. Wie frech und durchsetzungsfähig sie sein konnte, zeigt sie 1937 in Frankreich. Hier spielt sie eine Journalistin, die auch gefährliche Wege beschreitet, um einen Mädchenhändlerring zu sprengen. Eifersüchtig beobachtet von einem verliebten Berufskollegen. In England wurde dieser Film verboten. Dans ces conditions, ne me parlez pas comme à une poule. Bien. Je vous interdis donc de paraître demain sur la scène du marabout. Je ferai ce qui me plaira. Quand vous serez ma femme... Jamais, je vous déteste. Quand vous serez ma femme et que vous me parlerez sur ce ton-là, je te flanquerai une de ces raclées. Demain, je danserai au marabout. Non. Si? Non. Si? Non, tu ne danseras pas au marabout. Bei Kriegsausbruch zieht sich Käthe von Notch aus privaten Gründen weitgehend zurück. Ein Comeback-Versuch im Jahre 1952 im Charakterfach als Contess in Die Försterchristel scheitert. 1973 starb Käthe von Notch in Los Angeles. In 25 Jahren, zwischen 1927 bis 1952, hat sie in rund 50 Filmen gespielt. Eine Schauspielerin von überzeugender Präsenz. Und den Himmel voller Geigen sehen, freu mich noch am Montag früh, einmal leben so wie die. Doch zu sowas kommt man nicht.